So, Freunde des Turntablism, DJing, Scratching oder auch Beatjuggling, wo wir jetzt sind. Hallo. Jetzt machen wir nach den Looping-Sessions mal kurz was anderes. Was heißt was anderes? Wir benutzen jetzt auch unsere Loops, aber wir verlangsamen sie durch händisches Handauflegen an der Platte. Ich zeige euch das mal kurz. Ich gehe wieder ganz normal an meinen Anfang des Tracks mit meinem Cue-Punkt. Ich stoppe jetzt quasi vor jedem halben Beatschlag die Platte ganz kurz mit meinen Fingern. Kurz vor der Hälfte, kurz vor der Hälfte. Also kurz vor jedem halben Beat sozusagen. Könnte man jetzt zum Beispiel auch so machen, dass ich mal zwei Hände benutze, dann schaut es ein bisschen akrobatischer aus. Okay, das wird Slowing Down the Record genannt. Ja, und das kann man auch sehr schön in den Loops anwenden, die wir ja gerade vorhin schon gelernt haben. Ja, und in diesen Loops verlangsamt ihr einfach nacheinander die abgespielten Platten. Ich zeige euch das mal. Im Prinzip dasselbe erstmal von der Grundstruktur her wie das normale Looping. Und so weiter, das kennt ihr ja. Ich mache das gerade jetzt auf dem 4-Beat-Loop auch, weil ich finde das so in Ordnung. Dann habt ihr nicht so Probleme mit dem Zurückziehen. Ihr könnt es natürlich auch auf 8 Beats machen, aber das wäre dann für den Anfang vielleicht ein bisschen zu lang doch, weil ihr müsst euch auf diese Bewegung konzentrieren und das erfordert ein bisschen Übung am Anfang. Später könnt ihr es dann eher langsamer probieren. Ich zeige es euch jetzt erst einmal auf der 4. Abwechselnd, ich fange rechts an. Ja, und könnt das von mir aus auch länger machen, indem ihr zum Beispiel die Cue-Punkte benutzt. Das war jetzt ein kurzes Beispiel. Ihr müsst dann natürlich ein bisschen schneller auf den Cue-Punkt drücken beim Wechsel. Ja, aber wäre auch eine Möglichkeit, jetzt nur mal kurz am Rande. Oder ihr macht es ganz normal mit Zurückziehen. Ist jetzt vom Handling natürlich ein bisschen anders, deswegen bin ich jetzt erstmal umgekehrt vorgegangen. Erstmal ein 4-Beat-Loop zeigen oder ein 8-Beat-Loop. Thank you.
Okay, ich habe jetzt gerade auch ein bisschen eher unsanfter die Platte angefasst. Das habe ich jetzt unbewusst gemacht, ja. Am besten, ihr geht da ziemlich locker an die Sache. Dann klappt das auch. Ihr habt auch vielleicht gerade bemerkt, dass ich ein bisschen Probleme hatte mit dem Zurückziehen auch gerade. Deswegen habe ich jetzt öfters gerade mal gespickt, so ob ich gerade in meinem richtigen Einsatz war. Das war manchmal nicht so der Fall. Deswegen finde ich es schwieriger, wenn man das auf 8 Beats macht, anstatt auf 4. Deswegen noch mal kurz zur Erklärung, warum ich auf den 4-Beat-Loop da angefangen habe. Ja, dann sehen wir uns bei Trick Mixing nochmal. Jetzt sind wir am Ende der Lektion angekommen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich hoffe, ihr habt es dann auch bald mal so drauf, wie ich das gerade eben gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, wie gesagt, und wir sehen uns.